Ich weiß, dass das weibliche Wettbewerbsoutfit ja voll pink ist. Ich weiß es. Oh, ich bin der 100. Trainer. Oh, das ist jetzt aber eine Ehre. Kriege ich jetzt einen Gutschein oder sowas? Oh Mann. Ein Live-Kleid. Allein das Wort Kleid. Oh Gott. Nein, ich bin nicht süß. Ich will hier was Schwarzes. Das kleine Schwarze wäre mir lieber. Ich finde das cooler, wenn man sich ausdrückt, ob man das Kleid nimmt oder das vom männlichen, das finde ich voll cool. Wenn man den männlichen Charakter spielt, das ist cool. Ich finde schon, wir könnten das sich echt aussuchen. Da kann ich von mir jetzt auch das so machen, dass meine Jungs das Kleid nehmen. So Gleichberechtigung so. Oh Gott. Muss ich ja mal gucken. Natürlich möchte ich mit meiner Nami damit anfangen. Ist ja klar. Das ist putzig, putzig. Ja, das war irgendwie schon klar, dass das Putzigkeit ist. Ach, die Anmut wurde durch Putzigkeit ersetzt. Na ja, okay, weil Anmut ist, steckt ja irgendwo in Schönheit auch mit drin. Und dann Putzigkeit nicht. Okay. Jetzt habe ich schon wieder vergessen zu gucken, was sie jetzt eigentlich für Pokeregeln mag. Meine Fresse. Sollte Level 8. Gott, wo stand denn das früher? Da hat man das dann noch gesehen. Ich habe 4., 5. nicht diese Wettbewerbe gemacht, deswegen weiß ich gar nicht. Sieht man das an diesem Impulsiv oder so? Dass es gerne frisst? Oder muss man das jetzt selber herausfinden? Egal. Ich schmeiß die mal eben zu. Ja, das für männlich ist cool, aber auch der Haarschmuck ist absolut nicht meins. Pokeregel rosa. Rosa ist dann für Putzigkeit. Ach, geht's jetzt nicht mehr danach, ob sie es mögen oder nicht, sondern wirklich, was man steigern möchte? Ah, okay. Putzigkeit steigt und steigt. Der macht Klugheit, Stärke, Coolness, Schönheit. Das ist normal, dass es überall aufblinkt. Das mit Putzigkeit war schon richtig. Okay. Das sollte für den ersten. Ja, der Junge sieht aus wie ein Rocker, das ist geil, aber du hast hier wieder das ist wieder dieses typische, ja, Mädchen muss pink tragen. Da kriege ich immer so einen Hals. Weil ich wirklich pink als Farbe überhaupt nicht leihen kann. Ist echt geil, wenn man das auch als Mädel tragen könnte. Ich habe gerade meine Nami voll gefüttert. Das ist immer das Schöne, wirklich diesen das Auftritt und dann diese Attacken einsetzen. Das finde ich toll. Nicht das alles andere, was du dann da tanzen und so ein Scheiß. Das in der 4. Gen habe ich es dann nochmal probiert. In der 5. wirklich gar nicht mehr, weil das dann wirklich nur noch. Naja. Aber das scheint jetzt echt. Oder haben die das geändert? Teilnehmen. Okay. Bitte Putzigkeit. Normalrang, okay. Gibt nur noch eine Wettbewerbshalle. Ja. Ich bin immer Nummer 4, ey. Wie super schnell ich mir das Kleid anziehen kann. Ich bin begeistert.
Kann man jetzt die ganze Zeit Fotos schießen, was ist da unten? Ilse. Ach, und zack, zick. Da habe ich mich auch immer so beämmelt bei den Namen. Ich weiß aber, da gab es ein Pikachu. Ich weiß nicht mehr wo. Irgendein Pikachu, das hatte auch den Namen Piku als Spitznamen. Ich muss halt zugeben, dass der Name Pikuna von Pikachu abgeleitet wurde, weil das habe ich vor... Gott, wie viele Jahre? Vor 7 Jahren habe ich mir den Namen ausgedacht. Yeah, ich kriege so einen special coolen Auftritt. Ja, bei mir jubelt die Menge. Damals mochte ich Pikachu noch und da habe ich halt den Namen irgendwie, weil meine Pikuna-Mann auch gelb ist. Huch, jetzt sieht man eine Kamera. Ja, das ist mein PC, so nehme ich auf. Das ist meine Tastatur. So, wenn der Ende zuerst am Zug kommt. Oh, das ist sehr gut. Ich mach mal Säuselstimme einfach mal zuerst. Das ist richtig. Yay. Extra Punkt gekriegt. Jetzt bin ich aber echt ein bisschen überrascht. Aber okay, es ist sowieso dunkel bei mir, man sieht echt nichts. Ja, das war, glaube ich, Toxin ist nicht gerade anmutig. Jeder war auch nicht putzig. Ja, doch, es war was Putziges, okay. Das macht sie alle dreckig, das geht doch gar nicht. Das ist aber nicht putzig. Ja, doch, ist das putzig. Ich finde das mit der Kamera voll lustig. Ach, ich darf nochmal, sonst war das immer so lustig, dass wenn du einmal erster warst, dass du danach immer letzter bist. Oh, das passt ja. Komm, mach's ja dann nervös. Ach, warte, eine passende. Ach so, ich verstehe, weil es jetzt nicht so eine Kombi-Attacke ist. So. Bist du nervös? Giftwolke. War das eine putzige? Anscheinend nicht. Mal sehen, ob Zix, dass sie jetzt sich die Punkte holen kann. War Rotschlag nicht cool gewesen? Na, Mist, das war doch was Putziges. Wobei so ein Rüchchen zu schlagen. Reifkunststück. Was? Was zur Hölle? Ach, das ist jetzt diese Live-Vorführung irgendwie. Aha. Ja, meine Tastatur ist beleuchtet. Das ist eine Striker 3 mit roter Beleuchtung. Irgendwie aussehen, wenn er entweder zuerst im Zug ist, sorgt wie viel Aussehen. Nein, dann mach ich nochmal Säuselstimme. Ich kriege leider nicht komplette Punkte, weil sich das so mit Zigzag sich davor gedrängelt hat. Dass man das auch macht. Ah, jetzt ist es geschützt. Immerhin, dafür kriegt doch ein Putzigkeitssternchen. Man muss ja nicht jetzt komplett immer durchstartern. Hauptsache, man hält sich auf seinem Level. Unendlichkeitsbild. Ach ja. Ich bin froh, dass es dunkel ist. Da liegt mein Stift, den brauche ich ja gerade nicht. Waren das 4? Ne, 5 Runden waren das, glaube ich.
Jetzt müsste ich nochmal Zweite werden, am besten. Yeah. Ich nehme Gesang. Muss aber Bummels auch was... Natürlich, Konter ist eine Stärke. Soweit ich jetzt weiß. Dass ich mir denken kann. Ah, sie geht sogar noch ein zurück. Ja, sie ist aber Stärke. Nach, keiner wird nervös. Ich hab doch so einen schönen Gesang. Mann, dieses Zigzags. Das ist hier mein größter Konkurrent. Voll in die Hose gegangen. Diese ganze Kombination der Attacken. Da weiß ich ja schon gar nicht mehr. Bin ich jetzt. Nee, es rennt. Ah, es waren. Waren das jetzt vier? Nein! Das. Das wollte ich jetzt eigentlich nicht. Egal. Ich habe eh gewonnen, das weiß ich auch so. Dann läuft mir jetzt schon wieder die Nase. Bin ich nicht gut. No. In der Zwischenzeit zeige ich euch mal ein bisschen meinen Tisch. Sehr unaufgeräumt, weil der zweite Bildschirm, der gerade aus ist. Oh. Darf ich anmerken, dass ich mir das bei einem Bummels gerade nicht vorstellen kann? Das müsste jetzt aber alle Bauchweh haben. Ja, irgendwie sind nur noch Hutaru und Curry im Chat alle aktiv. Nein, manche gucken halt vielleicht nur zu und sind halt nicht so große Schreiber. Aber ernsthaft, dieses Rumgerenne. Das kann ich mir meine Bummels echt nicht vorstellen. Ah ja, immerhin drei Herzchen. Keiner hat was dagegen gesagt. Hi Alu! Wie du siehst, bin ich gerade bei meinem ersten Wettbewerb, also kannst du ja denken, wo ich bin. Ist aber auch ein bisschen spät dran. So, jetzt kommt die Auswertung. Ne, da ist ja jemand. Aber schön in Szene gesetzt finde ich das schon. Witt. Oh, das gibt's nicht. Ganz knappe. Weil der seine doofen Kombi-Attacken kann halt. Blödes Zigzags. Ah, jetzt will sie mich bestimmt wegen meinem Erfolg, weil ich nicht gewonnen habe, auslachen. Oh Gott, was ist das für eine Theaterdame, ey? Das hat mit den Regeln überhaupt nichts zu tun. Das hatte ich definitiv gewonnen. Das war halt nur, weil ich noch nicht so viele Attacken drauf habe, passende. Vielen Dank für die Beere. Ach, okay, er hat das ja schon durch ein komplettes Revo gedreht. Dann bin ich mal da gespannt drauf. Ja, nächstes Mal gewinne ich schon irgendwann. Wenn ihr den gesamten Inhalt behandelt habt, glaube ich euch gerne, dass das etwas gedauert hat. Ist ja nicht gerade wenig, gerade vor allem diese Spezialepisode. Bitte wenigstens eine Passion. Also muss ich. Nein, vergiss es. Was schenkst du mir jetzt einfach so beklopptes Pikachu? Das kann da von mir aus auf dieser Box versauern. Das war jetzt diese Verschwendung.